Ja, wir haben ein dramatisches Finale gesehen, an dem der Tuzvika beteiligt war und an dem bei der nicht weiter von entfernt Hay den ganz großen Wurf zu schaffen. Das war unglaublich dramatisch. Erzähl mal ein bisschen, Gianluca, wie du das Spiel aus deiner Warte gesehen hast. Also ich wusste, was auf uns zukommt. Klar, Männer hat alles gegessen, Favorit. Aber ich wusste auch ganz genau, dass wir die in 2x10 Minuten schlagen können. Aber was Männer vor allem die ersten Minuten gespielt hat, war unglaublich hohes Tempo. Wir haben ganz hohes Tempo angeschlagen, vor allem, weil die auch noch angeschlagene Spieler hatten, überraschend für uns. Und im Endeffekt haben wir dann 2x2 Minuten bekommen, einen Fehler mehr als Männer gemacht und kamen dann trotzdem noch nach 0-2 Rückstand zurück gegen Landesligisten. Und das Spiel war auf der Kippe. Und am Ende haben wir einfach das Quäntchen Glück nicht auf unserer Seite gehabt. Und Glückwunsch an Männer, verdient, wirklich verdient. Und ja, trotzdem bin ich mega stolz auf uns, auf die Jungs. Wir machen weiter. Trotzdem ist es ja so, die letzte 2 Minuten Strafe, die dann, wo das Spiel ja dann entschieden hat ein bisschen, aber die konnte man ja zumindest diskutieren. Ne? Wie habt ihr das gesehen? Ja, es war ein hartes Einsteigen im heftigen Spiel, also im hitzigen Spiel. Und wir hatten ja 2x2 Minuten, die ersten 2 Minuten haben wir überstanden. Und hier kriegen wir kurz vor Schluss den Lucky Punch durch Szymanski. Passiert also, du kannst nicht alles wegverteidigen. Glückwunsch einfach an Menrad. Aber trotzdem muss man ja sagen, dass ihr hier insgesamt jetzt ein großartiges Turnier gespielt habt, über die Zwischenrunde es geschafft habt, hier ins Endspiel zu kommen. Das ist ja auf jeden Fall eine grandiose Geschichte. Also ich kann an die Mannschaft nur Danke sagen, dass ich noch begleiten durfte und dass die Jungs mich so weit gebracht haben, mich selber so weit gebracht haben. Viele junge Spieler, wir stehen hier im Endspiel. Wir kamen heute souverän durch die Gruppenphase, schlagen im Halbfinale Futsal mit 3-0, die bis jetzt auch hier also überragend aufgetreten sind und haben im Finale nach 0-2 Rückstand kommen wir auf ein 2-2 ran, am Ende von dem war 3-2 gegen einen starken Landesligisten. Alles gut. Tut gerade weh, aber morgen kann ich bestimmt schon wieder lachen. Ja, und dann geht es ja noch zum Masters für euch jetzt. Genau. Ne? Das nehmen wir natürlich auch mit. Gegen die Besten aus dem Kreis, aus anderen Kreisen. Freuen wir uns drauf, klar. Viktoria Menrad ist zum ersten Mal Hallenstadtmeister in Mönchengladbach geworden. Das ist natürlich ein besonderes Ereignis. Jetzt war es zwar ein Favoritensieg, aber trotzdem, wenn es das erste Mal ist, denke ich mal, ist es trotzdem was Besonderes, Simon Letten, oder? Ja, absolut. Also ich glaube, wir haben heute Geschichte geschrieben. Ja, am ersten Mal der Vereinsgeschichte den Pokal auch wirklich geholt. Wir wollten das Ding unbedingt, unbedingt holen, auch schon die letzten Jahre, auch wenn es jetzt letztlich gespielt worden ist. Und wir sind einfach überglücklich und haben auch insgesamt echt ein tolles Turnier gespielt und eine überragende Mannschaftsleistung auch gezeigt. Ja, du hast uns direkt einen ganz zentralen deiner Spieler mitgebracht heute. Das ist im Übrigen auch ganz offensichtlich der Lieblingsspieler von Hallensprecher Dieter Kauertz gewesen. Nummer Kubowitz, ich denke mal, das ist auch für euch Spieler natürlich was ganz Besonderes, ne? Natürlich, so. Wir Jungs wollten einfach nur alle wieder Spaß haben, nachdem es jetzt drei Jahre nicht stattgefunden hat. Und ja, war ein geiles Event. Wir Jungs brennen natürlich dafür immer zwischen der Hinrunde und der Rückrunde. Ja, hat mega Bock gemacht. Und ich sag mal, es ist ja irgendwo, reiht sich das ja in eine Reihe von Highlights, die ihr in den vergangenen Jahren gehabt habt. Da kommt ja eigentlich dann jedes Jahr im Moment irgendwas dazu oder dann auch gerne mal 2 Sachen. Ne? Das ist ja schon irgendwo, also dass ihr seid ihr euch darüber bewusst, dass ihr gerade in einer Phase seid, wo ihr wirklich da auch mal richtig Vereinsgeschichte schreibt? Wir sind uns der ganzen Sache sehr, sehr bewusst. Also wir haben dafür gebrannt und die Jungs werden leicht bestimmt mal den Laden abreißen und heute noch echt einen schönen Abend verbringen. Wie habt ihr die, ich sag mal, irgendwo entscheidend, habe ich ja gerade auch mit dem Wickrad schon gesprochen, war natürlich irgendwo die Szene mit den 2 Minuten kurz vor Schluss. Wie habt ihr die Szene gesehen? Weil, ich sag mal, auf der Tribüne waren da einige nicht so ganz begeistert von dem Pfiff. Ich denke mal, war insgesamt echt ein zweikampfstarkes, kampfbetontes Spiel auf beiden Seiten. Gab es dann Foulspiele, gab es Pfiffe und kann ich nicht zu sagen. Der Schiedsrichter ist so entschieden. Und ja. Ich fand auch total fair, dass das also auch von den Wickradern jetzt gerade von Gianluca in keiner Weise irgendwie jetzt in den Vordergrund gestellt worden ist, sondern dass der einfach gesagt hat, das war total verdient, wie der Ausgang des Spiels war. Und im Prinzip ist dem ja auch gar nicht weiter irgendwie großartig was hinzuzufügen. Aber ich gehe mal davon aus, es sind ja noch 2 Wochen bis zum Masters, dass jetzt erstmal ein bisschen gefeiert wird noch, oder? Heute definitiv. Heute wird richtig einer gemacht mit den Jungs. Das gehört ja auch dazu. Okay, dann wünschen wir euch dabei viel Spaß und ja, wenn ihr mögt und davon irgendwie uns noch ein Foto schicken wollt nachher, dürft ihr das gerne machen. Machen wir bestimmt. Okay, ja. Alles klar. Okay. Dann viel Spaß dabei. Danke. Ciao.